Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Payday 2. Ich hoffe euch hat der Tag gefallen, den ihr hattet. Und ich hoffe einfach, euch geht es gut. Wir kaufen, bevor wir den nächsten Heist starten, oder besser gesagt, bevor wir den ersten richtigen Heist starten, eine neue Waffe. Denn meine Waffen, die ich im Moment habe, sind beschissen. Und ja, deswegen gucke ich jetzt hier mal rum, welche Waffen mal gut sind. Und dann schauen wir auch mal gleich weiter. Meiner 16. Ja, kaufen wir mal. So, die modifizieren wir noch einmal kurz und dann geht's auch gleich los. So, diese Dinger könnte ich jetzt zum Beispiel. Ne, wenn ich will, könnte ich jemand jetzt hier gucken. Preis runterschrauben. Ah, 95 Cent. Kaufe ich. So. Oder man macht es immer per Tresor. So. Das kostet mir jetzt zum Beispiel auch ein wenig. So. Was bringt mir diese mit wenig Widerstand? Speedpool. So, jetzt haben wir die auch aufgemotzt. Jetzt möchte ich noch einmal mir eine neue Pistole kaufen. Denn ich habe keine ordentliche. Und ich kaufe mir die Barrett. Nein. Weil ich finde die einfach schön und ich habe sie selber zu Hause. Nein, als Software. Und ja, wir wollen ja auch ein wenig vorbereitet sein, ne? Taschenlaser, ein Griff. Ein Unterverschluss haben wir nicht. Haben die auch nicht auf Lager. Die haben das aber auf Lager. So. Und jetzt haben wir auch eine Waffe fertig, die wir auch natürlich ausrüsten. Und ansonsten, ich will den Charakter nicht. Ich will eine Junge. Oder einen Jungen. Nehmen wir sie mal, ne? So. Und dann suchen wir uns eine schöne Heist raus. Eine Heist. Warte mal. Klassiker. So, jetzt nehmen wir eben halt normal, ne? Und dann kriegen wir 500.000 zum Beispiel. Oder würden wir auf schwer spielen? Ja, dementsprechend. Ruflimit, nein. Cheater werden automatisch gekickt. Gemoddete Spiele erlauben. Warum nicht? Ist mir egal. Und dann, ja. Man kann jetzt zum Beispiel diese. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Man kann diesen Überfall auch Stealth machen. Das sieht man eben halt daran. Also unten rechts, wenn ihr da seht, Klassiker Weltzentralbank, sieht man eben halt da diesen Pac-Man-Geist. Und das heißt eben halt, dass sie auch Stealth gemeistert werden kann. Werden wir auch mal machen, aber Stealth ist eben halt gleich, wenn du direkt aufgeflogen bist, kannst du sie auch laut machen. Aber das ist jemand ja nicht der Sinn. Und deswegen, solche Leute machen dann die Version 100 Mal. Und das ist Kacke. Und wir starten jetzt einfach mal. Vielleicht kommt ja jemand noch rein. Panzer macht dich stärker und wieder. Baumpanzer. Und wenn ihr euch wundert, was klattert da, klappert da, das ist mein Star Wars Armband.
Hier, jetzt nochmal, um euch wirklich das zu zeigen. Kann der jetzt auch mal die Fresse halten? In der Weltzentralbank. Der Tresor liegt tief im hinteren Teil der Bank. Dadurch zu kommen wird schwer. Doch wir bekommen etwas Hilfe. Ein Kontaktmann ist bereit und wartet auf euch. Sobald ihr drin seid, bekommt ihr Hilfe. Ihr könnt den Laden stürmen oder ihr könnt versuchen, unentdeckt zu bleiben. Ganz wie ihr wollt. Schleichen ist möglich. So, da wird es auch nochmal gezeigt. Aber die Sachen hier oben rechts, ne? Ein Teil heißt, es ist schwer. Zwei Teile heißt sehr schwer. Und drei Teile heißt, glaube ich, weiß ich nicht. Aber eben halt das letzte heißt Todesurteil, das davor heißt Overkill. Diese zwei davor, ne, die letzten zwei, die gab es lange, keine Ahnung, gab es seit mehreren Jahren eigentlich nicht. So, das wurde aber langweilig. Und je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto mehr Geld kriegen wir auch raus. So, und anscheinend kommt hier keiner rein. Das kann man lange warten, oder man sagt. Ah, die Klappe. Oder man sagt ihm halt, dass. Ich glaube, kann ich auch auswählen, nur in der Lobby-Server. So, jetzt. Also, okay, Chaos nehmen wir nicht. Wir nehmen jetzt mal, weiß ich nicht, die Weltzentralbank, so, ne? Laut. Hat er sogar eingestellt, da können die Leute eben halt einstellen. Wollen sie die Map laut spielen oder kommen nur Leute, die leise das machen wollen? So. Und er hat zum Beispiel das schon mal sechsmal durchgemacht. Er hat nur schon mal zweimal durchgemacht. Er braucht nur ein Level. Dann hat er das dreimal durchgemacht. Also das kann man alles ändern. Wenn man will. Schreiben wir mal Hallo. So, da kann man auch sehen, ich glaube, das ist der Typ. Da kann man auch sehen dann, was für Waffen er da gemacht hat oder was er auch da. Nee. Da steht nur das, was online steht. Sprache in Deutsch. So. Ja, das ist eigentlich cool gemacht. Ja, los. Ich glaube, der schläft oder ist auf Toilette oder sonst wie ist. Gut, suchen wir uns einen anderen, haben wir eingegeben. Nein, ich glaube, dann nehmen wir mal Gobank. So, sind in der Lobby. Das ist gut, dass das gemacht worden ist, weil ich möchte eigentlich nie einen Server joinen. Der gestartet ist. Klar, es ist einfacher, wenn die fast vorm Ende sind. Aber ich denke mal nicht, dass Server sind, die fast am Ende sind. Obwohl meistens hatte ich das auch schon. Ja. Aber ich hatte auch schon mal Jobs. Ne? Da waren Vollidioten. Ich war alleine oben. Das war eben halt eine andere Map. Da muss man auf dem Kran eben halt ein Sparschwein runterschmeißen. Wo eben halt dann Werkzeug drin ist für den Bohrer, der das aufbohren soll, also den Tresor. Ich war oben. Was machen die? Gar nichts. So, weißt du, ich war oben. Die kommen auch mit. Ich dachte, okay, gut, ich bin fertig. Einmal drücken, geh wieder runter. Nee, da muss man drei oder viermal drauf drücken. Dachte, okay, der Typ ist da oben. Okay, danke schön. Ich dachte, okay, der muss runter. Das macht er da schon oben. Da guckt er auch so drauf, als ob er es auch gleich macht. Was ist? Er kommt runter. Also da konnte man interagieren schon lange. Und er geht trotzdem runter. So. Und ja. Ey, was ist los heute wieder? Diese Leute sind alle komisch. Ich verstehe die Leute nicht. Warum, wenn Leute schon in die Lobby kommen, dann startet bitte doch auch. So, hier sehen wir, der hat eine AK und ich habe keine und ich habe sie auch nicht ausgewählt, ich Idiot. So, da sehen wir sind fast alle gleich auf, ne? Bitte.
Starte doch. Ich bin ein Ziegenbock. Was sucht er denn im Crime.net? Also eben halt dieses Spiel macht schon echt Fun, wenn man jetzt einfach mal Freitagabend nach Hause kommt und dann einfach denkt, okay, geil, ne? Ich setze mich hin, nehme mir eine Tüte Chips oder was weiß ich und eine Flasche Cola. Ich sag euch, ihr habt so viel Spaß. Und egal welche Probleme ihr habt, ne? Liebe, Geldprobleme, Schulden, ist das gleiche. Streit mit den Eltern oder sonstiges, ihr werdet euch einfach besser fühlen, ne? Man muss eben halt etwas finden, was einem Spaß macht und was einen ablenkt. Und das ist eigentlich auch das Beste dann, um traurige oder besser gesagt Probleme erstmal zur Seite zu schieben. Oder eben halt, weiß ich nicht, Todesfälle oder die Trennung von seiner Freundin oder den Ex oder sonstiges zu bestehen und zu vergessen. Ne, und einfach weiterzumachen zu leben. Ist meistens Zocken das beste Mittel dagegen, muss ich sagen. Und wir starten. Okay, da sieht man, manche Sachen sind wieder, ne, auf Englisch und manche nicht. Wir sind doch bereit. So, dann nehmen wir mal, weiß nicht. Wir nehmen den elektrischen. So, jetzt sind wir bereit. Jetzt können wir auch starten. Sehr schwer, das kann man auch überspringen. Das denke ich mal, tut er aber nicht, weil er doof ist. Überspringen. Das kann man überspringen. Weil du hörst nichts. Du hörst ja nur, du hörst, siehst ja nichts. Dankeschön, dass du übersprungen hast. Okay, diese Map kenne ich ehrlich nicht. Sorry, Friends. I would have liked to do this another way, but I was made an offer I couldn't say no to. Keep your eyes open, y'all. This is too easy. Okay, doch, die Map kenne ich. Die ist geil. Wir sind in Russland irgendwo. Sind irgendwo in Russland. Oh Gott. Oh. Ja, also ich mag, wenn ich ehrlich bin, mit seinen Freunden sich abends, am Freitagabend durch die Nacht zu zocken. Einfach mal so ein paar Heiß zu machen. Aber geil. So eine LAN-Party. Oh Gott. Okay. Wir kriegen noch einen dazu. Kadir. Ich taser dich. Taser. Okay, und es gibt auch, was man nur sagen muss, es gibt verschiedene Leute, verschiedene Einsatzkräfte, die auch verschiedene Aufgaben dann erfüllen. Die werdet ihr auch alle noch kennenlernen, muss ich, sage ich euch schon mal jetzt. Da. Oh Gott. Das war ein Bulldozer.
aber es war noch ein sehr... ein sehr harmloser, muss ich sagen. Ein sehr harmloser. Da gibt es noch viel schlimmere von. Müssen wir tun. Ich glaube, wir müssen da rein. So, und das sind diese Pakete, die gibt es überall. Also auf jeder Map, die kann man immer finden. Aber das bringt, glaube ich, ein wenig extra Geld. Gott. Keine Muni mehr. Ist halt kacke. So, den haben wir jetzt schon mal. Oh Gott, ja, Ammo. So, und dann rushen wir durch. Oh Gott. Tretet bei. Oh, sorry. Okay. Okay, doch nicht. Ja, ich mach's gleich. So, das hat gut geklappt. Die Leute haben einen Chat an und hören uns.
Gott. Ist schon ganz schön schwer. Hallo. Oh Gott. Julio! Ich hab die aber gerettet. Gleich. So. Ich hab's grad. Ja, ich weiß. So, wir versuchen es nochmal. Übrigens, diese... Locke has asked for help guarding a weapons transaction in Alaska. Says he's not expecting trouble, but wants some reliable security just in case. Looks like it might be an easy payday, if you can put up with the cold. Sorry, friends, but it's time for me to leave. But I've left a surprise. Kann man das nicht ändern? Weiß ich nicht. Okay, das ist ja nicht.